Heute ist ein großer Tag für Melanie und Johannes Janssen. Das Ehepaar möchte Heimkind Paul adoptieren. Mit der Erlaubnis der Heimleiterin darf der 14-Jährige nun endlich für eine Adoptionspflegschaft zu dem Berliner Ehepaar ziehen. 3 Jahre haben die beiden selbst versucht, ein Kind zu bekommen. Doch aufgrund der schlechten Spermienqualität des 36-Jährigen waren alle Versuche umsonst. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit bei der Kindertafel hat die 34-jährige Melanie vor einem halben Jahr Paul kennengelernt und schnell Muttergefühle für den Teenager entwickelt. Mach die Augen auf. Überraschung. Geil. Dein Zimmer hast du ja noch nicht gesehen, oder? Nee. Jetzt hast du doch alles, was ein 14-Jähriger braucht, oder? Wenn nicht, dann sag einfach Bescheid. Das ist alles für mich. Ja, natürlich. Geil. Dein Zimmer, Paul. Dankeschön. Paul ist glücklich. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er ein richtiges Zuhause. Sein Vater sitzt im Gefängnis, seine Mutter ist an einer Überdosis Drogen gestorben, seine Schwester lebt auf der Straße. Trotz Melanies Begeisterung, endlich Mutter zu sein, ist Johannes noch immer skeptisch. Denn der Ersatzpapa befürchtet, dass ein Problemkind wie Paul mehr Ärger als Freude bringt. Aber jetzt, wo du in unserem Haus wohnst, hast du auch ein paar Regeln zu befolgen. Und zwar, erstens, Paul, es wird nicht geklaut. Zweitens, es wird nicht gelogen. Und drittens, es wird nicht geschlagen. Ist das klar? Ja. Gut. Okay. Dann haben wir das jetzt geklärt. Mhm. Hast du Hunger? Oh ja. Ja? Ich wollte Spaghetti Bolognese machen für dich. Das magst du doch, oder? Ja. Gut, dann machst du es hier schon mal gemütlich hier und wir rufen dich dann, wenn das Essen fertig ist. Okay. Ja? Vier Wochen später. Paul hat sich bestens bei den Janssens eingelebt und versteht sich blendend mit seinen Pflegeeltern. Nur in der Schule macht der Teenager Schwierigkeiten. Schon 2-mal hat er unentschuldigt gefehlt und dafür fadenscheinige Ausreden vorgeschoben. Ein Anruf seines Rektors bringt ans Licht, dass Pauls Schwänzen noch längst nicht alles ist. Dein Rektor hat mich gerade angerufen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast 50 Euro geklaut. Was denn hier los? Das kannst du Paul gerne persönlich fragen. Der Direktor hat gerade angerufen. Bei Paul wurden 50 Euro gefunden, die ein Mitschüler abgenommen hat. Stimmt das, Paul? Hast du geklaut? Hast du uns angelogen? Nein, ich habe nicht geklaut. Ich habe nicht gelogen. Mensch, Paul, jetzt überleg doch mal. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Direktor hat schon das Jugendamt informiert. Er möchte, dass Paul auf eine Sonderschule versetzt wird. Er hält ihn für verhaltensgestört. Paul, ich will dir wirklich weiterhelfen, aber du musst mir die Wahrheit sagen. Hat dir denn jemand das Geld untergejubelt, oder? Melanie. Kann ich bitte mal mit dir unter 4 Augen reden? Ich komme gleich. Sag mal, Melanie, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht jedes Mal eine neue Ausrede für den Jungen erfinden. Der Junge hat geklaut. Er belügt uns. Und es sind nicht die anderen, sondern Paul. Das musst du doch jetzt endlich mal einsehen. Was tust du? Wen rufst du an? Ich rufe unsere Anwältin an. Paul ist doch nicht verhaltensgestört. Der klaut auch nicht. Ich werde nicht zulassen, dass so ein scheiß D-Rex seine Zukunft versaut. Melanie liebt Paul schon, als sei er ihr leibliches Kind. Wie eine Löwenmutter kämpft sie für ihn. Dafür nimmt die 34-Jährige sogar den Stress mit ihrem Mann in Kauf. Ihre Anwältin Ulrike Tasic erklärt sich sofort bereit, ihr beizustehen. 2 Tage später kommt es zum klärenden Gespräch mit Direktor Specht und Kurt Ziegler, dem zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes. Herr Mirko Schneider ist also in den Klassenraum gekommen nach der Pause und hat festgestellt, dass der Paul als einziger in dem Klassenraum sitzt und ist zu seinem Platz, an seinen Rucksack und hat sein Portemonnaie rausgenommen und in diesem fehlten jetzt 50 Euro, die vorher drin waren. Ist das richtig so, Herr Direktor? Ja, so ist es gewesen. Mirko hatte uns informiert. Wir haben dann Paul gebeten, unserer Gegenwart seinen Rucksack auszuleeren. Da fanden wir diesen Geldschein. Ja, und wer sagt Ihnen, dass es nicht Pauls Geld ist? Weil Mirko uns Bescheid gesagt hatte, und zwar bevor wir den Rucksack leerten, dass dieser Geldschein beschädigt ist. Also da war eine Ecke abgerissen. Und aufgrund dieser Tatsache und weil Paul auf seiner früheren Schule schon auffällig geworden ist, bin ich ja der Meinung, der Junge gehört nicht hierher. Der sollte auf eine Sonderschule gehen. Dort wäre er besser aufgehoben. Melanie. Vielleicht ist das Beste für ihn. An einer Sonderschule kann ich doch viel besser um ihn kümmern. Das ist das Beste für Paul. Moment, also ganz langsam mal, ja? Also der Paul sagt, das ist sein Geld, er hat's gespart, ja? Und es kann auch gut sein, dass der Mirko den Schein bei Paul gesehen hat und jetzt irgendein Streich spielt. Es gibt schließlich keine Zeugen. Genau, deswegen verstehe ich auch nicht, warum jeder hier gegen ihn ist. Es gibt keine Beweise, dass er wirklich geklaut hat.
Also er ist überdurchschnittlich intelligent, hat super Noten, ja? Also der gehört nicht auf eine Sonderschule. Entschuldigung, Herr Direktor, das muss ich ganz klar sagen. Der Direktor zeigt sich unerbittlich und will Paul loswerden. Die hitzige Diskussion um die Zukunft des 14-Jährigen wird jedoch auf einmal unterbrochen. Von einem lautstarken Streit auf dem Gang. Ich hab's gewusst. Der Junge hat's faustdick hinter den Ohren. Melanie konnte gleich um den Finger wickeln. Mich kannst du nicht verarschen. Und sowas auf meiner Schule? Also sowas, das gibt bestimmt eine Anzeige. Sie hätte mich mit ihrem Gequatsche beinahe um den Finger gewickelt. Das mit der Adoptionspflege, das müssen wir noch mal bereden. Dringend müssen wir da sprechen. Jetzt tanzt ihn auf den Kopf rum. Was soll das denn heißen? Paul ist doch nicht gefährlich. Er hat sich ein bisschen geprügelt. Das haben Sie früher bestimmt auch schon gemacht. Na, wie viel Ausreden wollen Sie denn für den Paul noch erfinden? Das ist doch immer das Gleiche. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich finde, der Paul muss wieder ins Heim. Das ist das Allerbeste. Weil Sie sind doch komplett überfordert damit. Moment. Weiß denn eigentlich einer von hier, was überhaupt passiert ist? Ja? Vielleicht hat der Mirko den Paul provoziert. Vielleicht hat er den angegriffen zuerst. Ja? Ist auf jeden Fall immer direkt Paul schuld. Also so geht es auch nicht. Das sehe ich genauso. Also wenn Mirkos Eltern die Strafanzeige erstatten, ja, ich werde auf jeden Fall die Strafverteidigung von dem Jungen übernehmen. Und dann werde ich schon rausfinden, was hier passiert ist, genau. Also Anzeige hin oder her, verklickern Sie Ihren Mandanten. Wenn sowas, wenn er nochmal auffällig wird, dann kommt er wieder in die Obhut des Heims. Da gibt es Leute, die sich um ihn kümmern können. Also ich glaube, es ist jetzt mal besser, wenn Sie jetzt mal nach Hause gehen, Familie Jansen, mit dem Paul. Ja? Ich werde mich jetzt nochmal hier ein bisschen bei den Klassenkameraden umhören. Mal hören, ob jemand was gesehen hat. Da waren noch vorhin noch zwei Mädchen hier, die müssen doch auch irgendwas gehört haben. Ja, ich finde es schon raus. Danke, Frau. Okay, sehr gerne. So, wir gehen. Das reicht für heute. Wenn ich denen sage, warum ich Mirko geschlagen habe, bekomme ich noch mehr Stress. Es ist mir scheißegal, was die von mir denken. Dann gehe ich halt wieder ins Heim. Besser als noch einen Tag auf der scheiß Schule zu sein. Ich glaube einfach nicht, dass der Paul grundlos zugeschlagen hat. Aber wenn natürlich der Direktor schon denkt, Paul ist asozial, dann wundert mich überhaupt nicht, dass andere Schüler auch so denken. Ich werde mich jetzt einfach mal mit Pauls Mitschülern unterhalten. Vielleicht kriege ich da ja irgendwas raus. Da Mirko nach der Prügelei mit starken Schmerzen ins Krankenhaus gebracht werden musste, verpasst Direktor Specht Paul einen einwöchigen Schulverweis. Anwältin Ulrike Tasic will nicht hinnehmen, dass der Pflegesohn ihrer Mandanten so an den Pranger gestellt wird und hofft, bei den Klassenkameraden auf entlastendes Material zu stoßen. Hallo, grüße Sie. Hallo. Hallo, alle mal herren. Hallo, herren, alle. Hallo. Das ist Frau Tasic, sie ist Anwältin und sie vertritt Paul Wallraff. Und die möchte euch ein paar Fragen stellen. Ja, hallo zusammen erstmal. Ihr wisst ja vielleicht, dass der Paul beschuldigt wird, dem Mirko 50 Euro geklaut zu haben. Und dann soll es ja zwischen den beiden auch noch zu einer Schlägerei gekommen sein. Die soll der Paul angezettelt haben, er soll grundlos zugeschlagen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen meine Zweifel dran. Aber ich weiß auch, dass zwei von euch das Ganze mitbekommen haben. Und jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, was ihr gesehen habt. Aha. Also habt ihr gar nichts gesehen oder wie verstehe ich das Schweigen jetzt? Ja, du. Also so arg wie er jeden Tag drauf war, war mir das von vornherein klar, dass er irgendwann mal jemanden schlägt. Wie meinst du das? Ja, keine Ahnung, er läuft hier durch den Flur wie der King oder tut so, als ob er der King aus dem Ghetto wäre und pöbelt immer nur rum. Ja. Der hat nur 100 Pro das Geld geklaut, der ist total kriminell. So, und die anderen, sehen die das auch jetzt so oder wie verstehe ich das? Also, ist das wirklich jetzt euer Ernst? Ist das alles, was ihr gesehen habt? Also nichts? Ich weiß nicht, ob ihr jemals dem Paul eine Chance gegeben habt. Aber ich gebe euch jetzt mal meine Nummer, dann könnt ihr mich erreichen. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr kommt neu in die Schule, habt keine Freunde, ja, seht vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Ja. Da bist du schnell mal ein Außenseiter. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr wollt, dass jemand, der nicht geklaut hat, beschuldigt wird wegen Klauen. Könnt ihr das mit dem Gewissen vereinbaren? Also vielleicht denkt ihr einfach noch mal drüber nach und nehmt mal Kontakt zu mir auf, oder? Also ihr habt gehört, was Frau Tasic gesagt hat. Denkt noch mal darüber nach und wenn euch etwas einfällt,
Dann ruft sie einfach an oder schreibt eine SMS. Ich kann euch auch absolut versichern, hundertprozentig, ne? Ich werde keinen hier verraten, der mich dann kontaktiert hat. Nur, dass er Bescheid weiß. Absolute Vertraulichkeit, 100%. Super. Vielen Dank erstmal. Bitte sehr. Bis hoffentlich bald. Das war ja klar, dass außer ein paar Halbstarken sich keiner traut, was zu sagen. Keiner will natürlich in Pauls Lage kommen und deswegen wird vor der Gruppe geschwiegen. Ich warte einfach mal ab, vielleicht meldet sich ja doch jemand bei mir und gibt mir irgendeinen Hinweis, was passiert ist. Ansonsten sehe ich wirklich richtig schwarz für den Paul. Die Geduld der Juristin zahlt sich aus. Zwei Tage später erhält Ulrike Tasic eine anonyme SMS von einem Schüler und informiert sofort ihre überraschten Mandanten. Die Textnachricht entlastet Paul, denn offenbar wird er von den anderen systematisch gemobbt. Bei dem Gespräch muss die Anwältin aber auch feststellen, dass die Lage zwischen Melanie und Johannes inzwischen noch angespannter ist. Ich verstehe Paul nicht. Wenn Paul keine Schuld hat, Warum sagt er uns nicht, was los ist? Also ich bitte Sie, Sie müssen einfach mal realisieren, es ist eine absolut schwere Situation für Paul, ja? Seine Mutter stirbt, die verliert er, sein Zuhause verliert er damit, seine Schule muss er wechseln, er ist kurzfristig im Heim. Jetzt kommt er in eine neue Familie, jetzt kommt er in eine neue Schule, ja? Ich meine, das ist für einen 14-Jährigen verdammt harter Tobak, schwere Verluste sind das. Und das innerhalb von 3 Monaten, das müssen wir überlegen, ne? Also ich glaube einfach, dass er sich integrieren will und wollte in der Schule, dass man das aber einfach nicht zugelassen hat, dass er schlichtweg gemobbt wird. Ja, Kinder können so grausam sein. Ja, aber Erwachsene auch. Also, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich meine, Sie müssen ihn unterstützen. Ja, er braucht Hilfe, Unterstützung, vor allen Dingen von seinem Vater. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich würde ihn ganz gerne mal selber sprechen. Ist das möglich? Ist er überhaupt da? Ja, er ist im Zimmer. Er verkriecht sich da nur noch nach seit dem Vorfall. Okay, dann gehe ich da mal gerade hin. Ist das in Ordnung, ja? Ja, klar. In den letzten 2 Tagen hat sich Paul immer mehr zurückgezogen. Die Ehekrise seiner Pflegeeltern und seine Schulprobleme machen dem 14-Jährigen schwer zu schaffen. Ich würde ganz gerne mal mit dir 3 Sätze reden, okay? Hör mal, ich weiß jetzt, dass du gemobbt wirst von den anderen Schülern, dass du dich nur gewehrt hast. Mirkus Eltern werden natürlich jetzt eine Strafanzeige erstatten wegen Körperverletzung. Ne? Und wenn das Jugendamt das mitbekommt, dann ist natürlich ein bisschen problematisch, ob die dann sagen, ja, Johannes und Melanie sind überhaupt nicht in der Lage, mit dem Paul vernünftig umzugehen und die können den deshalb nicht adoptieren. Willst du das? Nein. Ja, dann sag mir doch mal einfach, was ist denn in der Schule passiert? Ja, Mirko hat was gegen meine Mutter gesagt. Er hat sie beleidigt und dann bin ich halt voll ausgetickt. Hat Melanie beleidigt? Nein, meine richtige Mutter. Er hat gesagt, dass sie eine drogenabhängige Schlampe ist. Und sowas sagt man einfach nicht. Und das Geld habe ich aber wirklich nicht geklaut. Das haben die anderen mir in die Tasche gemacht, damit ich Ärger bekomme. Aber das geht natürlich gar nicht, ne? Das ist also echt letzte Schublade. Oh wei, aber woher wissen denn die Kinder, dass deine Mutter drogenabhängig war? Keine Ahnung. Ich habe denen nichts erzählt. Na gut, also ich kümmere mich darum, dass das auf jeden Fall jetzt sofort aufhört. Da kannst du dich auf jeden Fall drauf verlassen. Ja? Ja, muss ich jetzt ins Gefängnis? Nein, du bist doch 14 Jahre alt. Du musst nicht in den Knast. Da kommen maximal ein paar Sozialstunden raus. Du bist ja auch nicht vorbestraft, verstehst du? Wir müssen jetzt mit dem Jugendamt sprechen, dann die davon überzeugen, dass du bei Melanie und bei Johannes bleiben kannst. Ja? Oder willst du das gar nicht? Doch. Doch? Können Sie vielleicht noch mal mit Johannes reden, dass ich die Regeln nicht gebrochen habe? Ich habe voll Angst, dass er mich wegschicken will. Ja klar, ich spreche auf jeden Fall noch mal mit dem. Ja? Okay, danke schön. Also, tschüss. Tschüss. Mit der anonymen SMS und Pauls Geständnis kann Anwältin Tasic die Vorwürfe gegen den Teenager entkräften. Allerdings hat der Vorfall das Jugendamt aufgeschreckt, sodass die Familie nun ständig und unangekündigt kontrolliert werden kann. Trotz des familiären Drucks raufen sich Melanie und Johannes wieder zusammen. Bis der Ingenieur 2 Wochen später eine dubiose Entdeckung macht. Ihm wurden 150 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen. Paul? Paul? Schatz, ich bin's doch. Weißt du, wo Paul ist? Na, in seinem Zimmer, oder? Da ist er nicht. Und außerdem fehlen mir 150 Euro. Jetzt fängt das schon wieder an. Paul ist dir bestimmt nicht ans Geld gegangen. Ich habe das Geld auf keinen Fall selbst ausgegeben. Es war mein Portemonnaie, auf jeden Fall. Und jetzt fehlt es. Und außerdem wissen wir nicht hundertprozentig, ob er diesem Mirko das Geld nicht wirklich geklaut hat. Jetzt reicht es aber. Ich höre mir das nicht länger an. Und ob du dir das anhörst? Paul hat dich schon 100 Mal aus der Wohnung geschlichen. Meinst du, ich habe das nicht gemerkt? Hält mich für so naiv?
Du hast ihn jedes Mal gedeckt, wenn er abgehauen ist. Da ist er doch. Oh, hallo, Herr Siegler. Hallo. Das verschafft uns die Schönen Ehre. Guten Tag. Ja, kommen Sie doch rein. Ja, gerne. Gehen Sie ruhig. Hallo, Herr Siegler. Hallo. Kommen Sie rein. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich wollte mal Kaffee? Nach, nee, danke schön. Nee? Ich wollte mal nach dem Rechten sehen, wie besprochen, dass wir mal gucken, wie es Ihnen so geht nach der ganzen Aufregung. Ja, super. Er benimmt sich spitzenmäßig. Wir haben ihm sogar gerade ein Geschenk gekauft. So ein Video. Schön aus, Mensch. Spiel. Toll. Ja, ja, schön. Ist denn Paul da? Ich habe ihn gerade noch mal einkaufen geschickt, aber er muss jeden Moment wieder da sein. Na, das ist ja schade. Aber vielleicht könnte ich sein Zimmer sehen? Ja, klar. Kommen Sie mit. Mal anschauen? Ich zeige es Ihnen. Ja, hier ist es. Aha. Ja. Ja, schön. Schön hat das hier. So mit Terrasse und allem. Ja, wunderbar. Auch schön aufgeräumt, ja. Ja, nur schade, dass er nicht da ist. Ich muss auch leider schon los, weil ich habe noch einen anderen Termin. Vielleicht ist er beim nächsten Mal. Ich muss ja noch mal wiederkommen, wieder dann da, dass ich den Paul da mal sehen kann und mal treffen kann. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, sicher. Das wäre noch darf ganz okay. Ja? Ich bringe ja? Sie raus. Ja, okay. Danke. Kommen Sie mit. Das war jetzt echt eine blöde Situation. Langsam halte ich Johannes Misstrauen Paul gegenüber nicht mehr aus. Denkt er, dass er immer in seinem Zimmer hockt? Das machen doch alle 14-Jährige. Die toben sich alle aus. Der denkt gleich, dass er ist ein Schwerverbrecher. Das nervt wirklich. Melanie ist ihrem Mann dankbar, dass er Paul vor dem Jugendamtsmitarbeiter gedeckt hat. Dennoch ist der 34-Jährigen bewusst, dass ihre Ehe durch die Pflegschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Noch dazu macht sich die Berlinerin Sorgen um Paul. Der Teenager kommt nicht nach Hause und geht auch nicht an sein Handy. Und das nicht zum ersten Mal. Okay, ich hätte dir Bescheid sagen sollen, dass er sich manchmal aus dem Staub macht. Aber er ist doch 14 Jahre alt. Was erwartest du? Er ist ja wahrscheinlich bei seinem Kumpel oder einer Freundin oder wer weiß. Melanie, was ich kapiere einfach nicht. Was ist so schwer daran, dass er sich bei uns abmeldet? Das ist doch das Normalste der Welt, dass man seinen Eltern Bescheid sagt. Er hätte sich bei uns abmelden müssen. Paul beklaut uns und er lügt uns an. Beruhig dich doch mal jetzt bitte. Melanie, ich habe nachgedacht. Ich glaube, das war ein Fehler, dass wir Paul adoptieren wollten. Wir streiten uns nur noch. Wir sind mit der Situation völlig überfordert. In den 10 Jahren, die wir jetzt schon verheiratet sind, war es noch nie so schlimm wie jetzt. Erst seitdem Paul da ist. Melanie, der Paul tut uns nicht gut. Du tust gerade so, als ob er der Teufel selbst ist. Alles, was er braucht, ist Liebe. Er kommt von einer Familie, wo es so etwas nicht gab. Der braucht uns jetzt. Er wird sich auf jeden Fall Mühe geben. Alles, was er von uns braucht, ist ein bisschen Liebe, ein bisschen Vertrauen und Geduld. Und das war's. Paul? Warte mal, Freundchen, jetzt kannst du dir was anhören. Lass mich. Paul! Paul, wo warst du? Wo sind meine 150 Euro? Du weißt, du kannst nicht so mit ihm sprechen. Und ob ich das kann? Nein, du weißt das. Ich mach das jetzt. Okay? Dann mach doch, lass was uns du willst. Mach doch, was du willst. Don't bury me, don't lay me down. Melanie weiß nicht, was sie tun soll. Einerseits muss sie ihrem Mann ja recht geben, dass Paul viel Ärger und Unruhe in die Familie bringt. Andererseits will sie ihr Pflegekind, dessen Mutter tot und dessen Vater alkoholsüchtig ist, nicht aufgeben. Die Verkäuferin schaltet erneut Anwältin Ulrike Tasic ein, die vorschlägt, den Jungen eine Zeit lang zu beobachten. Was macht er da? Der klaut. Was? Paul klaut? Er steckt reihenweise die Sachen da ein. Dann hatte Johannes doch recht, er klaut. Also das ist ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Wir müssen jetzt, glaube ich, kommt er gleich wieder raus. Lassen wir noch mal ein bisschen hier hinter die Ecke gehen. Ich glaube, dass er uns nicht sieht. Ja, jetzt kommt er raus. Geht es bei Ihnen noch? Ach, das ist bestimmt nur die Aufregung, glaube ich. Ja, bleiben Sie ganz locker. Dann lassen wir mal hinterher, ja? Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Und los. Also das, was wir gerade beobachten mussten, das wirft wirklich ein sehr schlechtes Licht auf den Paul. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein 14-Jähriger so gut schauspielern kann. Aber wenn dem so ist, dann hat er mir auch was vorgemacht. Aber ich meine, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass irgendwas anderes dahinter steckt. Melanie ist entsetzt. Ihr überbordender Wunsch nach einem Kind hat sie scheinbar blind dafür gemacht, dass ihr zukünftiger Adoptivsohn sie hintergeht, lügt und stiehlt. Der hat inzwischen seinerseits gezielt eine Gruppe obdachloser Jugendlicher im Park angesteuert. Was bedeutet das? Das werden wir gleich wissen. Sie können da nicht einfach so hingehen. Ja, natürlich kann ich das. Kommen Sie mit.
Paul? Scheiße, die Bullen sind dir voll. Paul, warte doch mal bitte. Paul, bitte. Sag doch mal eben kurz hier. Was hat das zu bedeuten? Du hast mich so enttäuscht. Ich habe alles für dich getan. Ich habe sogar die Anwältin für dich geholt. Ich habe mich sogar mit Johannes angelegt. Wie kannst du mir das antun? Du weißt, was passiert wäre, wenn man dich erwischt hätte? Ja, du hättest eine Anzeige am Hals und wärst sofort wieder im Heim. Boah, dann gehe ich halt wieder ins Heim. Ist mir doch scheißegal. Wie kannst du sowas sagen? Das tut mir im Herzen weh. Aber wenn du es so willst, dann kannst du es auch so haben. Willst du uns nicht vielleicht doch noch irgendwas sagen, Paul? Paul, hast du das für die Punks gemacht? Hast du für die geklaut? Wer war denn das Mädchen, das da gerade weggelaufen ist? Boah, keine Ahnung, Mann. Paul, ich glaube, ehrlich gesagt, das bringt jetzt im Moment hier gar nichts. Also, ich denke, wir sollten jetzt einfach mal nach Hause gehen und in Ruhe und mal sprechen. Okay? Kommt, Paul, bitte. Ich will Melanie gar nicht wehtun, aber ich kann ihr einfach nicht sagen, was los ist. Ich glaube, es ist besser, wenn ich wieder ins Heim gehe. Dann kann ich niemand mehr enttäuschen oder verletzen.